Skifahren ist meine Leidenschaft und klar mag ich das zum Beruf machen, sonst würde ich nicht jeden Tag auf der Skipiste stehen. Und mein größtes Ziel ist natürlich, Olympiasiegerin zu werden. Und ich glaube, von dem träumt jeder, aber es ist noch ein weiter Weg. Im Mitte Dezember haben wir die ersten Rennen, das sind so österreichische Testläufe. Da ist das Ziel halt, so gut mein bestes Skifahren zu zeigen, um nachher sie für die internationalen Rennen zu qualifizieren. Da habe ich halt dann schon große Ziele, so wie gewinnen oder am Podium zu stehen. Und Ende der Saison ist halt dann ÖSV das große Ziel. Um sich ihren Traum zu erfüllen, muss Viktoria viel Zeit und Kraft investieren. Ein großer Wille und viel Ehrgeiz muss auf jeden Fall mitgebracht werden, denn den Athletinnen und Athleten wird viel abverlangt. Für ein Heute habe ich keine Lust, ist kein Platz. Die Hoffnungsträger vom Schülerbereich außer von uns heuer sind sicher einmal bei den Dirndln Bürgler Viktoria, die letzten Jahre schon gezeigt hat, dass in ihrem Jahrgang die stärkste in Österreich ist und auch international schon ein paar schöne Erfolge gehabt hat. Und Gott sei Dank sind doch ein paar andere auch noch, die da nicht so weit von ihr weg sind. Man sieht es bei den Trainingsergebnissen, dass die wirklich sehr schnell ist, aber dass auch andere nicht so weit weg sind und wir hoffen auf eine gute Saison. Der Skirennsport ist ein Sport für Einzelkämpfer. Man muss alleine die Leistung erbringen und kann sich nur auf sich selbst verlassen. Es gibt Tage, wo man nervöser ist wie die anderen, weil zum Beispiel im Training vorher nichts geklappt hat. Nachher muss man halt immer an die positiven Dinge denken, zum Beispiel immer an die guten Trainingsläufe, sie zurückerinnern und nicht immer nur an die schlechten Sachen denken. Als vielversprechendes Nachwuchstalent gewann Viktoria schon zahlreiche Rennen. Ein persönliches Highlight war der Sieg der österreichischen Meisterschaft 2018.